Ja, liebe Leute, es geht schon wieder weiter mit Let's Play F1 2019 mit dem nächsten hoffentlich guten Rennwochenende, beziehungsweise mit einem guten Rennwochenende. Dem ersten eigentlich, weil, ja. Eigentlich war immer Australien nur das Qualifying gutes Rennen eigentlich auch, aber wie gesagt, dann kam ja das Problem mit meinem Lenkrad. Ich hoffe, dass es jetzt heute, beziehungsweise diesem Wochenende nicht passiert, auch morgen nicht passiert, dass wir ein gutes Rennen haben. Wir haben es jetzt tatsächlich geschafft im freien Training, in Training 2 und 3, sowohl auf den Medium als auch auf den schnellen Softreifen, uns für die Top 10 zu qualifizieren. Das wäre natürlich eine mega Überraschung, wenn wir das wirklich auch schaffen würden und auch im Rennen schaffen würden. Ich habe meine Traktion jetzt mal auf Mittel runtergestellt und zack, dann ist man auf einmal ein bisschen schneller geworden. Ja, 0,7 Sekunden waren es immerhin schon, die es gebracht haben. Gut. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Rennen. Nicht ins Rennen, ins Qualifikationstraining natürlich erstmal. In Bahrain steht das Qualifying an und die Fahrer scheinen startklar zu sein. Ich gehe davon aus, dass es gleich losgeht. Diese Strecke war schon immer etwas Besonderes und die Faszination steigert sich noch in dem Moment, wo die Startlichter ausgehen. In der Vergangenheit haben wir oft genug erlebt, wie heikel die erste Kurve sein kann. Im Training oder im Qualifying spielt das Ganze keine Rolle. Aber wenn es für so viele Piloten um wichtige Plätze geht, sieht das Ganze gleich viel kritischer aus. Besonnenere Fahrer werden es langsam angehen, um Kollisionen zu vermeiden. Aber das bedeutet nicht, dass es einfach wäre. So ist das. Wir versuchen natürlich unser Bestes zu holen, rauszuholen aus dem Auto. Und vielleicht sogar so einen Start wie in Australien hinzukriegen. Oder eine gute Startposition gegen in Australien, war es nämlich Platz 16. Oh, welche Ansprüche hat dieses Team mittlerweile, 16. Platz als Erfolg zu feiern. So, wir gehen rauf auf die Strecke, würde ich sagen. Ich guck mal gerade, habe ich noch eine neue so Setup gucken. Bahrain. Ja, bitte. Und zwar ein Setup drin haben wir im Auto. Merkt das Williams, eins meiner Lieblingsteams, das ist dem Ferrari natürlich. Klar. Zu Schumacher-Zeiten. Aber Williams fand ich auch mal gut. Habe ich damals in der F1 97 und 98 habe ich fast immer nur Williams gefahren. Weil man damals auch seinen eigenen Charakter einbauen konnte, seinen eigenen Charakter erstellen konnte. Mittlerweile ist das ja hier gang und gäbe in jedem Team. So, mal gucken, was hinkriegen, was wir jetzt hinkriegen. Ein bisschen leichten Rutscher damit drin gehabt gerade. Nico hat die schnellste Runde gefahren. Und Bottas kontert sie natürlich direkt. Na gut, die Runde wird definitiv nichts werden. Zwei Sekunden her, aber der Fehler, der kam halt wie gesagt in der Haarnadel. Also ich glaube nicht, dass wir auf dem Niveau gefahren werden, wie der Bottas da vorne, aber wenn man bedenkt, was wir verloren haben an Zeiten, was hast du denn jetzt? Was ist denn jetzt? Vettel nochmal eine 32er Zeit. Am Ende sind 2,7 Rückstand und wir sind hinter Russell. Thank you.
Mega Quersteher drin, ja, dass ich das Auto fangen konnte noch. Fahrer vor uns. Their best lap time is a 1:34.4. Wir knacken die Zeit von Perez sogar. Wir knacken sogar eine Zeit von dem Racing Point. So, gut. Platz 6, wir stehen momentan vor dem Red Bull. Das muss man auch erstmal sich ein bisschen auf der Zunge nehmen. Mit dem Williams vor dem Red Bull. Wäre doch nur knapp, das ist ein Hundertstel. Und nur 0,2 dann im Ferrari. Also was das am Ende ausmacht, wenn man wirklich mal, wenn ich die Traktion gerade auf Mittel runterstelle, was ist das auf definitiv. Und wenn wir Platz 6 holen, also wir könnten ja tatsächlich ein echt starkes Rennwochenende. Wir stehen momentan weit von unserem Teamkollegen. Wie gesagt, ich erwarte hier überhaupt gar nichts, was Punkte betrifft und alles drum und dran. Also ich denke, diese Saison wird das extrem schwierig werden. So, wir fahren mal kurz ein bisschen mit Lewis Hamilton mit. So, Ricciardo momentan auf 15. Den wir gerade mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wo wir momentan sind, was die Zeiten betrifft. Was die Kilometerstelle betrifft. Wie sind wir denn momentan? Haben wir noch auf 6? Hey. Ja gut, die sind alle noch nicht ihren zweiten Versuch gefahren, ne? Mal abgesehen davon. Ich vermute, dass, dass die ganzen 33er Zeiten. Ja, ich weiß nicht, ob die Science momentan sind wir echt dabei, aber ich gehe jetzt mal ganz kurz schnell auf Toilette. Wir sehen uns gleich wieder in wenigen Sekunden und dann schauen wir mal, ob dann irgendwann noch der zweite Schwung kommt. Wir haben nämlich noch 6,5 Minuten. Der ist schon der erste. Nico ist es. Mit dem fahren wir mit dem lasse ich euch jetzt mal gerade kurz alleine.
So, liebe Leute, da bin ich wieder dran mit F1 2019. Bzw. wir sind immer noch mitten in der Qualifikation. So. Vier Minuten haben wir noch. Scheint ja wohl zu laufen. Also vielen Schränken kannst du das wirklich machen mit diesem, mit dem Mittelattraktionsfahrt. Ich weiß nicht, wie es jetzt zum Beispiel nächste Woche in China oder danach die Woche in Baku sein wird. Aber wir müssen schauen, oder Monaco oder so. Oder dann in die Regenrennen kommen. Wobei das Regen hier nicht... Wenige Minuten haben wir noch, 2 Minuten 40. Also wir sind momentan auch gut dabei, was die Plätze betrifft. Immer noch Platz 6. Also wir sind immer noch Platz 6. Aber ich vermute, dass wir tatsächlich gar keinen neuen Satz brauchen werden, dass wir den einfach mal, dass wir den einfach dann im Rennen nutzen. Der Satz ist 2 Runden alt, aber gut, der hat auch so ein Problemchen schon gehabt. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt können wir ihn nicht mehr rausfahren, glaube ich. Jetzt zu. Jetzt haben wir ja auch viel Verkehr auf der Strecke. Gut, die Frage ist, wenn wir nochmal setzen könnten, aber tatsächlich noch einen Hamilton oder einen Leclerc gepackt bekommen. Ich kann ja mal gucken, ob er uns nochmal schicken würde. Ja, würde er. Bitte kriege ich nochmal einen Satz hin, noch eine schnelle Runde hin mit dem Satz. Wir haben jetzt eine Runde gesetzt bekommen und eventuell sogar noch eine. Boah. Ja, ich glaube, es ist vorbei. Achter. Achter am Ende. Das ist aber auch in Ordnung. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Vettel, Bottas und Charles Leclerc. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Mhm. Und das war auf jeden Fall ein Ergebnis, weil ich mega zufrieden bin. Ja, die Qualifyings laufen. Also jetzt muss es nur im Rennen nochmal passen. Gut, einige Ressourcenpunkte mitnehmen. Gut
gemacht. Eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Wir tun unser Bestes, liebe Leute. Und damit verabschiede ich mich von heute, aus dem heutigen Samstag. Wir sehen uns morgen wieder dann um 14 Uhr natürlich. Ansonsten, wenn ihr Bock auf Formel 1 habt, dann wahrscheinlich noch mit dem F1 18. Dann heute Abend um 19 Uhr in unserer Formel 1-Liga-Übertragung. Der nächste Grand Prix steht an. Ich weiß es aber gerade nicht. Es dürfte eigentlich Mexiko sein, wenn ich richtig im Kopf habe. Ja, USA, Mexiko, das dürfte eigentlich so das Doppelwochenende sein in Nordamerika. Ja, vielleicht schaffen wir wieder am 6. Platz, wie da letzte Woche Sonntag in der MSFL. Mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder. Ich freue mich, wenn ihr dann einschaltet hier bei Let's Play F1 2019.